Ja, moin moin und Metal, meine lieben Freunde. Unser aller Lieblingsstreamer hat gestern Abend wieder gestreamt. Und bevor wir damit anfangen, uns das einmal in 10 anzuhören, möchte ich mich erstmal bei allen bedanken, die gestern Abend bei der Premiere meines Videos dabei waren. Wie gesagt, das wird natürlich kein Regelfall, aber ab und an werde ich das mal machen, seine Premiere so reinzuschieben, wenn ich zum Beispiel abends mal Zeit habe und im Chat mit euch mal ein bisschen schreiben möchte. Auf jeden Fall vielen Dank an alle. Wir hatten jetzt in der Spitze fast 5000 Zuschauer und das halt auf meinem Zweitkanal. Das ist schon wirklich absoluter Wahnsinn. Vor allem, weil kurz nachdem ich mit meiner Premiere angefangen bin, Rainer dann halt auch online gekommen ist. Schon ein ganz komischer Zufall, dass er gerade heute, wo er gar kein Ankündigungs-TikTok erstellt hat, mit der Uhrzeit, wann er denn live gehen will, sich dann entscheidet, spontan nochmal einen Stream zu starten, nachdem er meine Premiere halt gesehen hat, die eingestellt war. Aber ich glaube, zur Aufklärung können wir mal jetzt eine kurze Szene aus einem Discord-Leak reinhören. Ich blende euch die mal ein. Total, was mir noch eingefallen ist, gestern bei diesem, wie der Ofen geht, das ein Video gemacht hat, hatte so eine Premiere-Funktion eingestellt auf YouTube. Und ja, ich habe da reingeklickt, da waren gleichzeitig über 5000 Zuschauer waren das, glaube ich, gleichzeitig. Weil das halt ja auch am Abend war, es war Freitagabend. Ich habe mir gedacht, wenn du zukünftig mal Zeit hast, solltest du genau zu den Zeitpunkten anfangen zum Streamen. Dann verliert er gleich einmal die Hälfte von an Zuschauern. So natürlich rein zufällig. Rein zufällig, dass du dann genau zu dem Zeitpunkt anfängst für deinen Stream. Rainer wurde also darauf hingewiesen, dass er doch gleichzeitig streamen soll, um mir halt Zuschauer wegzunehmen. Und schau an, bei meiner nächsten Premiere entscheidet er sich ganz spontan auch zu streamen, ein paar Minuten nachdem meine Premiere begonnen hat. Ach Rainer, du bist einfach zu durchschaubar. Also Leute, wenn ihr möchtet, dass Rainer mal online kommt und streamt, sagt einfach Bescheid, dann stelle ich mir noch kurz eine Premiere ein. Das Schöne an der Geschichte ist ja halt, dass es halt nichts genützt hat. Wir hatten halt trotzdem fast 5000 Zuschauer und Rainer hatte in dieser Zeit, als ich halt die Premiere hatte, so um die 700 bis 800 Zuschauer. So viel dann auch nochmal zum Thema, die Hater sind ja weit weniger als die Drachis von Rainer. Wobei man ja auch sagen muss, es gibt ja auch einige Hater, die unter den Zuschauern bei Rainer sind, also sind es wohl eher ein paar hundert Drachis. Die Zahlen könnt ihr hier auf dem Bild auch nochmal sehen. Ich habe nun auch die Größe des Bildes im Stream angepasst, weil ihr gerne auch die Einnahmen sehen wolltet, die Inge bei seinem Restream halt mittrackt und daher habe ich das ein bisschen angepasst. Tja, Reini, leider nicht geklappt mit dem Zuschauer abziehen, du gemeiner Klickdieb. Okay, so, dann gehen wir mal ins aktuelle Video rein und überspringen eigentlich die gesamte Zeit, wo er gleichzeitig mit mir dann halt gestreamt hat, also quasi die erste halbe Stunde, weil da wirklich null Content kam. Er hat Musik gehört, rumgesummt und alle paar Minuten, danke für eure Unterstützung, als Dauerschleife halt rausgemeldet. Also im Grunde hat man da wirklich nichts verpasst. So, und wir steigen jetzt hier mal ein. Dir das große Glück. Also Baby, bitte komm zu mir zurück. Die Antwort eben. Boah, Leute, ganz ehrlich, ne? Ich könnte deutlich unfreundlicher sein. Zumal ich die Fragen zum Teil millionenmal im Stream höre. Ganz ehrlich, ihr wollt immer alle, dass ich nicht auf Hater und sonstiges eingehe. Jetzt gehe ich mal nicht auf Hater ein, jetzt kommt ihr aber trotzdem mit irgendwelchen Fragen, auf die ich nicht eingehe. Und dann bin ich unfreundlich, weil ich nicht darauf eingehe. Also... Und dann kommt ihr auch immer mit Sachen, die schon vor 10 Jahren veraltet waren. Kommt halt mal mit was Neuem. Na, zumindest Fanmanagement betreibt er noch wie ein Großer, wenn er den Chat ignoriert und seine Abonnenten, die ihm 5,99 im Monat zahlen, auch noch die Dreistigkeit dann besitzen, irgendwas in den Chat zu schreiben und Fragen zu stellen. Ja, wo kommen wir denn da hin, wenn der Streamer mit dem Chat noch interagieren soll und die Leute nicht einfach zufrieden sind, wenn sie ihn sehen dürfen, wie er irgendwelche Matthias Reimschlager falsch wiedergibt und schief singt? Das muss doch wohl reichen bei Rainer. Ich gehe auf YouTube und das Erste, was ich sehe, ist das schon wieder... Klonder und andere wie, na, Ofenkäse jetzt nicht, aber Klonder und zum Beispiel Hank schon wieder mal meinen Stream kopieren. Und da frage ich mich jetzt in dem Moment schon wieder, wieso verdient ihr schon wieder Geld mit mir und warum verarscht euch damit keiner? Oder warum regt sich darüber keiner auf, dass ihr mit meinem Zeug Geld verdient? Sorry, aber ich kann das manchmal am besten Willen echt nicht nachvollziehen, dass sich immer jeder darüber aufregt, wie ich meine Kohle verdiene und dann aber es respektiert und akzeptiert wird, dass ihr mit meinem Zeug Geld verdient. Verstehe ich nicht. Ja, kein Problem, dann erkläre ich dir das, Rainer. Klonter monetarisiert zum Beispiel gar nicht. Der macht mit den Videos überhaupt kein Geld. Und selbst wenn er was damit verdienen würde, dann wäre es halt, weil die Leute ihn halt schauen, weil er halt nicht nur einen Restream macht, sondern halt darüber spricht, was du erzählst, er halt darauf reagiert, zum Beispiel auf irgendwelche dummen Aussagen von dir oder auch interagiert dann halt mit dem Chat. Er restreamt halt nicht nur, sondern er macht halt mit deinem Stream ein neues Werk auf seinem Kanal. Aber wie gesagt, wenn du sonst noch Fragen hast, komm gerne auf mich zu, kein Problem.
Aber das Schönste an dieser Geschichte ist ja eigentlich, dass er sich ja gerade verraten hat, dass er Hater-Kanäle schaut. Er sagt ja immer, er schaut sich die ja nicht an. Aber wenn er jetzt selber sagt, er hat YouTube geöffnet und der Algorithmus ihm dann halt Hank und Klonter vorschlägt und er auch sofort sieht, dass ich nicht live streame, er mich also halt im Abo haben muss in der Liste links, dann folgt er halt allen diesen Kanälen oder er hat halt den Algorithmus zumindest so trainiert, dass ihm alle Hater-Kanäle angezeigt werden. Und das geht natürlich nur, wenn er die auch regelmäßig verfolgt. Tja, Rainer, aber schön, dass du ein Abonnent bist auf meinem Kanal und mir zu ein bisschen mehr Reichweite verhilfst. Denk auch immer dran, Rainer, liken und Radau machen, damit ich bald die 100.000 voll habe und den Play-Button bekomme. Das ist eigentlich mein einziges Ziel im Moment mit dem Kanal, auf dem Hauptkanal halt, Rainer diesen Play-Button unter die Nase zu reiben. Ach, das wird schon schön. Naja, okay, wir machen mal weiter und wir kommen mal zu den Gästen. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Guten Tag. Ja. Servus. Kann man mich hören? Ja, man hört dich. Ja, schönen guten Abend. Ich hätte eine Frage. Das habe ich mir gedacht. Und zwar, wie hast du denn diesen ganzen... wie hast du diesen ganzen Hate abbekommen? Also hat sich das eher so aufgebaut oder kam das direkt... Jetzt kommt das Thema wieder. Hast du ein anderes Thema? Wir wollen nicht über Haters sprechen, haben wir gesagt. Ach so, okay. Wie kannst du zurzeit streamen oder hast du jetzt im weiteren Sinne viel Content vor oder... Ja... Also ein neuer Content ist momentan auf jeden Fall geplant. Ich habe heute den ganzen Tag an einem neuen Content gearbeitet. Es wird jetzt bald dann, sowas kann ich ja schon mal ankündigen, es wird jetzt ab morgen, ich weiß noch nicht genau, ab morgen höchstwahrscheinlich, ist aber noch nicht hundertprozentig sicher, wird es einen zweiten Odyssey-Account geben. Wird alles über Twitter und über meinen Blog veröffentlicht. Also wenn ihr da ein bisschen verfolgt, dann kriegt ihr das auch ohne Probleme mit alle. Und da kommen dann regelmäßig Videos. Das wird dann ab morgen alles, ich hoffe, alles ab morgen dann veröffentlicht. Das Video selber ist soweit jetzt fertig, wenn ich nicht noch was dran ändern muss. Und dann bin ich gespannt, was dabei rauskommt. Es wird auf jeden Fall sehr interessant. Okay, Rainer will sich einen zweiten Account auf Odyssey machen. Macht ja auch sehr viel Sinn, wenn auf dem ersten Account halt nur ein Video vorhanden ist und wenn dich halt die Leute fragen, wann dort das zweite Video kommt, du dann halt antwortest, weiß ich nicht, wie halt vorgestern im Stream. Wenn du nun für jedes Video einen neuen Kanal machst, dann müssten wir vielleicht nochmal drüber sprechen, ob du Social Media richtig verstanden hast. Und der Blog, ja, da kam auch schon wieder tagelang nichts. Also im Grunde wird halt wieder viel angekündigt. Aber ich bin gespannt. Ich gebe mir mal eine vorsichtige Schätzung ab. Auf dem neuen Kanal wird es um Hater gehen. Denn sonst hat er ja keine anderen Themen, wo er irgendwie groß drüber sprechen kann. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Zu dem Gast noch ein Wort, weil Rainer ja letztens meinte noch, seine Zuschauer sind eigentlich alle zwischen 25 und 30. Nein, Rainer, das hier ist ein großer Teil deiner Zuschauer und Abonnenten. Und wie der Gast das im vorgestrigen Stream auch meinte, deine Beleidigungen sind halt absolut falsch, weil du halt für diese Zielgruppe halt streamst und diese ansprichst, die halt ganz klar unter 18 Jahren sind. Einen wunderschönen guten Abend, du bist live beim Drachenlord. Wie kann ich dir helfen? Hallo Drachenlord. Drache reicht. Oder Hallo Drache. Du, ich wollte dich mal fragen, deine Wohnsituation ist ja im Moment ein bisschen unklar. Wie wäre es denn, wenn du in eine große Stadt ziehen würdest und da zum Beispiel in ein Hochhaus oder so ziehen würdest? Macht keinen Unterschied. Sobald ich irgendwo gesehen werde, ist das wieder vorbei. Und Tatsache ist, das ist eher unwahrscheinlich, dass ich in der Großstadt nicht gesehen werde. Tatsächlich wäre, wenn überhaupt, dann das Land eher eine sinnvollere Lösung als die Stadt. Aber wenn du jetzt mal angenommen in so einem Hochhaus wohnen würdest, die könnten sich ja gar nicht leisten, bei dir da immer vor der Tür zu stehen. Da würden ja auch Leute wohnen. Das sind jetzt auch schon wieder Themen, die wir schon zum 100. Mal hatten. Ich sage dazu jetzt noch ein letztes Mal eine Sache und danach ist das Thema für mich ein für alle Mal gegessen. Ich will keinen festen Wohnsitz mehr. Wenn ich einen festen Wohnsitz habe, dann kommen die Leute wieder zu mir und ich habe keine Lust, mich über diese Menschen die ganze Zeit drüber aufzuregen. Und dementsprechend habe ich kein Interesse daran, dass die Leute mich die ganze Zeit belästigen und deswegen werde ich mir auch keinen festen Wohnsitz mehr zulegen. Zumindest nicht, bevor sich was an der Hater-Situation geändert hat oder bevor ich irgendwo im Ausland die Kohle habe, dass ich mir ein Haus kaufen kann. Okay, hier muss ich jetzt schon einmal unterbrechen, weil ich sonst alles noch vergesse, was ich jetzt noch dazu sagen möchte. Also zuallererst, er sagt am Anfang, willkommen beim Drachenlord. Der Gast sagt, hallo Drachenlord. Und Rainer antwortet, Drache reicht, weil er nicht als Drachenlord angesprochen werden möchte. Ja, wieso stellst du dich denn als Drachenlord vor?
Junge, 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 Junge. Hauptsache, Rainer kann widersprechen. Wirklich unglaublich. Dann die Aussage von dem Gast und die ist im Grunde vollkommen richtig. In einem großen Mehrfamilienhaus würde es die Hater halt sehr viel schwerer haben, weil denn natürlich auch die Nachbarn halt Druck auf die Polizei, die Gemeinde machen würden oder halt sich auch gegen die Hater stellen würden, die dann irgendwie vor der Tür irgendwie rum eskalieren würden. Dann wäre er halt nicht mehr alleine gegen die Hater, sondern die Nachbarn würden halt auch gezwungenermaßen damit reingezogen werden. Natürlich für die katastrophal, aber für Rainer natürlich die beste Situation. Und um andere hat er sich ja noch nie groß gekümmert. Daher schon ein richtiger Punkt vom Gast, aber wir hören hier wieder, dass Rainer keine Lust hat, irgendwas zu machen in der Hinsicht. Er könnte halt Wohnung in Hülle und Fülle angeboten bekommen, er wird halt keine Wohnung annehmen. Denn, und das wissen wir ja auch alle, sonst ist sein Battleground, dass er halt obdachlos ist, ja auch hinfällig. Okay, okay, also du spekulierst praktisch darauf, dass du deinen Führerschein wieder bekommst und... Ich spekuliere nicht darauf. Ich hole mir meinen Führerschein zurück. Punkt. Ich spekuliere auf gar nichts. Ich gebe mich ja, nicht mit. Das mit, weiß man mit ja nicht so. Ich gebe mich nicht mit. Ich weiß das zu 100%. Ich gebe mich nicht mit Vermutungen zufrieden. Und außerdem, ich habe in meinem Leben mit meinem Führerschein keine Scheiße abgezogen. Also kriege ich meinen Führerschein wieder. Punkt. Da gibt es kein Wenn und Aber. Ja, ich hoffe es ja für dich, dass du den wiederkriegst. So ist es ja nicht, ne? Ich krieg den wieder. Wenn ihn Leute, die Drogen nehmen und kiffen und wegen Alkohol und was weiß ich alles, ihren Führerschein wieder kriegen, dann krieg ich ihn auch wieder. Ich weiß ja gar nicht, wegen was wurde der dir weggenommen? Das haben wir auch schon 100-mal durchthematisiert. Wegen gefährlicher Körperverletzung, wegen den Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und wegen einer kompletten lächerlichen Lappalie. Ich bekomme den wieder, okay. Punkt. Also nichts, dann was du im Straßenverkehr gemacht hast irgendwie? Nein. Achso, okay. Boah, wie man so eingebildet und stur sein kann und wirklich meint, das wäre nur eine Formalie, dass man das Geld halt bezahlt und dann geht das halt alles klar, ist meiner Meinung nach einfach nur lächerlich. Auch diese Arroganz gegenüber dem Gast ist wirklich schwer zu ertragen für jemanden, der sich das anschaut. Der fragt halt ganz normal und zweifelt nur an, dass die MPU ja nicht so einfach zu bestehen ist und Rainer geht gleich wieder steil. Aber ich bin wirklich gespannt. Ich glaube nämlich, dass du mindestens halt einmal durch die MPU fallen wirst, Rainer, oder halt deine Klage gegen diesen Führerscheinentzug fehlschlägt, denn diese Gerüchte gehen im Moment halt auch rum, dass er gar nicht die MPU machen will, sondern halt Klage dagegen einreichen möchte, dass ihm der Führerschein am Anfang überhaupt erst weggenommen wurde und er daher diese 1400 Euro plus Betrag X, den er halt in Raten abbezahlen kann, benötigt, aber nicht halt für die MPU, sondern für den Anwalt. Aber egal, welche Varianten wir nehmen, das wird auf Anhieb halt nicht klappen und du wirst halt noch eine ganze Zeit ohne Lappen dastehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und da bin ich auch ganz ehrlich, die Chancen stehen auch gar nicht so schlecht, dass du deinen Führerschein gar nicht mehr wiederbekommst. Metal und Servus und herzliches Willkommen beim Drachen. Wie kann ich dir helfen? Ja, eigentlich gar nicht. Freut mich erstmal, dich zu sehen. Okay. Und du wolltest ja Kinder bekommen, ne? Also ich selbst wollte keine Kinder bekommen. Ich wollte eine Frau und Kinder, ja. Das ist ein Unterschied. Aber das könnte schmerzhaft werden als Mann. Also es ist auch als Frau, aber als Mann weiß ich nicht. Das ist ja vielleicht auch schmerzhafter wäre. Aber findest du das nicht eine Zumutung für deine Kinder, wenn die in eine Klasse gehen und die Klassenkameraden... Ich werde nicht wieder über Hater sprechen und ich werde auch nicht wieder über solche Themen sprechen. Letzten Endes gibt es genug Möglichkeiten, alternativ daran zu arbeiten. Und bis ich Kinder kriege, sollte ich je Kinder haben, würde das Thema sowieso ganz anders aussehen. Kannst du überhaupt Kinder bekommen? Weil ich glaube, du hast ja ein Mikro. Also weißt du, mein Schwanz ist länger als deiner, ohne Probleme. Und das merkt man schon an der Tatsache, dass du hier... Du lügst doch gerade. Doch, und das merkt man auch allein an der Tatsache, dass du hier drinnen bist und den Großen markierst. So. Man merkt schon allein an seinem Gesichtsausdruck, wie ihn das halt getriggert hat. Aber mal von dieser Mikroschnecke abgesehen, das, was der Gast am Anfang sagt, dass er es eine Zumutung für die Kinder ist, wenn sie sehen, wie der eigene Papa auf P-Hub irgendwie so irgendwelche Sachen hochgeladen hat und wie er sich halt seit Jahren im Internet präsentiert, lügt und betrügt, ja, das kann ich schon nachvollziehen, dass man da mal halt fragt, ob das für die Kinder nicht eine Zumutung wäre. Das ist schon eine berechtigte Frage. Aber um die beantworten zu können, benötigt es ja Selbstreflexion. Und die können wir hier im Stream von Rainer natürlich nicht erwarten. Na gut, ich lasse es mal weiterlaufen und nach 5 Sekunden Renderzeit muss Rainer gleich noch was hinterher schießen. So, nur um das einmal noch kurz klarzustellen, jeder, der hier reinkommt und solche Fragen stellt, hat von vornherein in meinen Augen schon immer einen kleineren. So, nur um das mal kurz anzusprechen. Das ist so lächerliche Aktion.
So, Servus, Metal und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Du bist live, wie kann ich dir helfen? Hallo. Hi. Kannst du mir ein Zitat fürs Leben geben? Ein Zitat fürs Leben. Lebe und denke nicht an morgen. Sehr schön. So, noch eine Frage? Nö, oder irgendwas? Ihr seid heute sehr genügsam, Leute. Das ist interessant. Also wie extrem getriggert er ist von dieser Mikroding-Geschichte, ist schon extrem, wirklich. Das kratzt scheinbar wirklich ganz, ganz tief an seinem Ego. Und das Zitat, was Rainer da gerade gebracht hat? Ja, ich hätte ehrlich gesagt kein besseres Zitat finden können, was Rainer als Lebensmotto wohl hat. Also besser im Sinne von passender, nicht von qualitativ besser. Denn dieses Lebensmotto ist ja das, was ihm halt alles kaputt macht. Alles auf Zukunftsrainer abschieben und von den Problemen, die morgen dann auf einen warten, einfach die Augen zumachen. Wie zum Beispiel bei der MPU, die einfach auf die lange Bank geschoben wurde, bis halt die Frist irgendwann abgelaufen ist und er die dann halt nicht mehr machen konnte. Aus den Augen, aus dem Sinn. Ich find's aber gut, jetzt nochmal den Bart wachsen lassen, dann ist wieder der Prime-Drachenlord da. Ne Bart? Nö. Ich muss mich dringend rasieren, ich schau aus wie Itis, ey. Ich find, das sieht gar nicht schlecht aus. Nee, mir gefällt das nicht. Außerdem ist es extrem unpraktisch. Ich will nicht schon seit einer Woche rasieren, aber irgendwie komme ich nicht dazu. Ja, das dauert ja auch lange. Ja, okay, ja. Dann, ich bin da. Naja, lange dauert es nicht, aber ich habe halt auch zu anders zu tun. Und so eine unterschwellige Hater-Aktion, so ein unterschwelliges Ding kannst du dir in Zukunft sparen. Also ganz ehrlich. Es dauert ja auch lange so im Sinne von, oh ja, mal unterschwellig schon wieder provoziert hier. Nein, es dauert nicht lange, aber ich komme einfach nicht dazu, weil ich die ganze Zeit nicht dran denke und weil ich die ganze Zeit irgendwelche Sachen mache. Sorry, ne, aber ganz ehrlich. Gleich immer so unterschwellig dann so irgendwie schon wieder provozieren, ne? Oh, ja, ist dort lange so. Pff, ey, Alter, was ist denn auch mit euch los? Ich finde das wirklich interessant, wie er so einzelne Worte so absolut extrem auf die Goldwaage legt. Ja, dauert ja auch lange. Und zack, gebannt und einen Hater wieder mehr erschaffen. Wenn man sich halt mal ordentlich rasiert mit Konturen, so ist es halt nicht in 2 Minuten gemacht. Und lange kann für den Gast ja auch irgendwie 10 Minuten gewesen sein. Nur weil Rainer vielleicht eine andere Definition von lange hat als dieser Gast, wird er halt gleich gebannt. Es gab nicht mal irgendwie ein Anzeichen, dass er jetzt ein Hater ist. Er hat nur normal gefragt. Aber ich glaube, das liegt halt im Moment hier an Rainers Paranoia. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Denn die anderen Gäste vorher waren entweder sehr kurz angebunden oder Hater, die halt ihn noch mehr misstrauisch haben machen lassen. Und daher geht er jetzt immer wieder steil, wenn halt irgendwie so ein kleines Wort kommt, was man auch falsch deuten kann. Sehen wir gleich auch nochmal sehr schön. Halt, Drache. Einen wunderschönen guten Abend und ja, willkommen beim Drachen, du bist live. Wie kann ich dir helfen? Hallo, ich habe ein paar Fragen. Wie geht's dir heute Abend? Die Frage habe ich ungefähr 20 Mal beantwortet, so wie immer. Ah, tut mir leid, okay. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet, dürfte ich die fragen? Wenn du was nicht beantworten willst, beantwortest. Wenn jemand schon reinkommt und sagt, ich habe ein paar Fragen vorbereitet, das ist schon wieder so eine typische, oh, lass uns irgendwelche Hater-Aktionen bringen. Sorry, nee, fragt mich einfach spontan irgendwas vorbereiten, sind wir in der Schule oder was? Macht das einfach spontan, was ist das denn schon wieder, wo ich mir denke, Alter, das muss doch nicht sein. Und hier haben wir jetzt wirklich einen Punkt erreicht, wo es meiner Meinung nach richtig lächerlich wird. Rainer bannt den Gast, weil er sagt, ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Rainer, vielleicht ist das ein Fan, der sich mal gewünscht hat, mit dir zu reden, der aber seit einigen Streams halt nie rangekommen ist und sich daher die Fragen mal aufgeschrieben hat, bevor er sie vergisst. Was ist denn daran schlimm? Rainer, wirklich, Lord Korea par excellence. Demnächst kommt dann noch, wenn der Gast irgendwie sagt, hallo, von Rainer ein, nee, so nicht, das ist wieder eine Hater-Aktion, höre ich sofort. Einfach unglaublich, in was für einer Welt er lebt. So, Metal, ein Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Du bist live, wie kann ich dir helfen? Ja, man hört dich. So, guten Tag. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich überhaupt angenommen werde. So, meine aktuelle Frage... Geht alles irgendwie zack auf zack. Natürlich. Was ist denn aus der Drachenschanze geworden? Wenn das jetzt nicht so nahe getreten ist. Aus der Drachenschanze ist gar nichts geworden, denn Schanze nennen das nur Hater und damit tschüss. Alter, ehrlich... Hätte er noch gefragt, was ist denn aus deinem Haus geworden? Ist auch schon eine Hater-Frage, aber ja, man muss ja immer gleich provozieren. Alter, ohne Scheiß, was ist denn heute los? Vor allem, ich erwische halt nur solche Vögel.
Nur noch Wahnsinn. Man könnte ja auch einfach sagen, hey, nenn es bitte nicht Schanze, das war ja mein Haus, okay? Und dann wird einfach nur mal weitergeredet. Aber das kann Rainer nicht. Passt ihm was nicht, Bannhammer, bumm. Und er wundert sich, warum er nicht gemocht wird. Ruf so mich an. So, ja, einen wunderschönen ja guten Wollen Tag. Sie mal wieder Ihren kleinen Wingel da unten. Könnt ihr mich bitte meinen Satz zu Ende sprechen lassen? Ich kann nicht einmal meinen Begrüßungssatz sagen. Schon labern mir jetzt die Leute rein. Das ist schon das vierte Mal jetzt. Einen wunderschönen guten Abend. Willkommen beim Drachenlord. Wie kann ich dir helfen? Du bist live. Lord Drache, ich grüße dich aus Augsburg. Ich habe eine Drache Frage reicht. An dich. Okay, Meister Drache, ich habe eine Frage an dich. Diese wunderschöne Metallhand. Einfach nur Drache. Okay, tut mir leid, Drachenlord. Diese Metallhand, spießt du da öfters an dir rum mit der? Was ist denn heute los? Sind heute nur Idioten unterwegs? Ich finde das irgendwie köstlich, wenn durch sowas halt Rainer immer getriggert wird. Aber genau das ist ja der Punkt. Umso mehr er zeigt, dass er getriggert wird, wie am Anfang des Streams, umso mehr Leute kommen natürlich auch rein und versuchen dann halt, ihn auch weiterhin zu triggern. Sobald man halt merkt, dass der Tanzbär aktiv ist, dann will man ihn auch tanzen sehen. Aber auch sowas, was Rainer wieder nie verstehen wird. Ich überlege mir gerade, ob man das mit den Gästen nicht bleiben lassen, weil das hat ja gerade keinen Sinn. Einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße dich und willkommen beim Drache. Du bist live, wie kann ich dir helfen? Ja, kurze Frage. Ist das der Rückenkratzer, über den du damals wirklich das Video auch gemacht hast? Hast du... Das ist ein Rückenkratzer, das sieht man doch. Oh Mann. Lasst euch das bitte einmal auf der Zunge zergehen. Man darf bei ihm wirklich gar nichts mehr fragen. Der Gast stellt halt die Frage, ob das der Rückenkratzer aus dem alten Video ist. Und er wird gemutet und rausgeschmissen. Wofür? Tja, ich kann's euch nicht sagen. An dieser Stelle hätte ich dann mal als nächster Gast die Frage angebracht, was man denn überhaupt noch fragen darf, ohne gebannt zu werden. Ganz viel bleibt da nicht mehr übrig, meiner Meinung nach. Metal, Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Guten Abend, Drache. Du bist live. Und ich hoffe, dass du nicht auch so ein Vogel bist wie die ganzen anderen. Heute habe ich irgendwie kein Glück mit meinen Gästen. Nein. Und ich habe schon so einen schönen Namen. Ich habe heute schon so einen schönen Namen. Das ist das erste Mal gesehen mit Nox. Oha. Gefällt mir gut. Ich hoffe, dass der Name. Okay. Und das sage ich jetzt. Und ich sage das nicht. Und ich sage das nicht, weil du eine Frau bist. Ja, ey, komm, Brüste-Bonus haben wir alle. Nein, wir wissen was anderes. Ja, ich sag das wegen dem Song von der Band, die heißt Nox. Und ja, wegen voll. den Nox von Stargate. Ich mag die einfach. Stargate. Die sind cool. Also meine Frage. Die werden aber, glaube ich, NOXX geschrieben. Egal. Ich weiß, ja? Ich konnte es nur nicht machen, das war hier schon belegt. Da waren ein paar schneller. Nee, meine Frage ist, es ist jetzt auch eine ernste Frage. Ist es eine spezielle Frage? Es hat was mit Pornografie zu tun. Meine Frage ist, wie du drauf gekommen bist. Leute, wir sind auf TikTok. Wir sind auf TikTok. Da hat dieses Thema absolut null zu suchen. Ach so, wieso das denn? Ich dachte, deine Zuschauer sind alle so um die 30. Oder etwa doch nicht und deine Zuschauer sind fast alle minderjährig? Naja, aber wir können festhalten, die nächste Haterin erschaffen. Boah, ehrlich. Was ist denn heute los? Liegt es an mir? Bin ich heute zu empfindlich? Ja, eindeutig, Rainer. Vielleicht schaust du dir die Reaction hier ja auch an, dann kannst du einfach mal rekapitulieren, dass du doch sehr empfindlich auf sehr normale Fragen geantwortet hast, beziehungsweise reagiert hast. Geantwortet hast du ja gar nicht, du hast ja einfach nur gebannt. Es wäre halt um einiges besser gewesen, wenn du sowas einfach sagst wie, sorry, das sind Themen auf dieser Plattform, die nicht besprochen werden können, und dann wird halt einfach eine andere Frage genommen und dann ist die Dame dann auch glücklich. Aber du kriegst sie sofort raus, ohne ihr halt eine Chance zu geben, eine andere Frage wirklich zu stellen und wunderst dich dann, warum die Hater immer mehr werden. Also manchmal, ich frage mich langsam echt, ob ich zu empfindlich bin heute.
Das gibt's ja nicht. Das hat doch keiner geschafft, länger als 2 Minuten, 2,5 Minuten durchzuhalten. Also gerade macht es keinen Sinn, gerade Leute groß reinzuholen. Einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße dich beim Drache im Stream. Du bist live. Wie kann ich dir helfen? Ja, also, was ist dein Lieblingsland? Also, heute verschleißt sich die Leute aber extrem, ne? Ein herzliches Willkommen, hallo und einen wunderschönen guten Abend beim Drachen. Du bist live. Wie kann ich dir helfen? Hallo? Hallo? Hallo, kannst du mich hören? Ja, jetzt ist er rausgeflogen in dem Moment, wo er losgelabert hat. Ja, sorry, das war, weiß ich nicht. Also, reagiert nicht, ich hau ihn raus in dem Moment, fängt er an zu reden. Was ist das denn? Also Rainer, ob du dieses Domian-Format hier wirklich weiterführen willst, ich würde es mir auf jeden Fall gut überlegen. Das scheint irgendwie nicht so gut zu klappen bei dir im Stream. Er jetzt nicht, aber wisst ihr, mir ist gerade eingefallen, warum wir heute so viel Hater oder so viel Kritiker im Stream haben. Ist mir gerade so spontan eingefallen. Es ist ja Freitag. Ne? Und wenn Freitag ist, die meisten Menschen gehen in die Disco oder ins Kino oder so, danke für die Galaxie. Aber Hater und Kritiker, die haben andere Hobbys. Nur um das mal so stehen zu lassen. Ach nein, 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 nein. Es war natürlich Samstag, als er gestreamt hat. Ach Rainer, es ist alles so lächerlich geworden langsam, wirklich, wenn man sich deine Videos einmal anschaut. Fällst du minimal aus der Norm, bist du schon wieder abartig für viele. Ja. Und das ist aber genau das Problem. Es spielt keine Rolle, ob du dich, keine Ahnung, für einen Hubschrauber hältst, Mann oder Frau oder divers oder was auch immer. Es spielt keine Rolle. Du musst letzten Endes mit dir, nur ein Mensch muss auf der Welt mit dir klarkommen. Nicht einmal deine Frau, nicht einmal deine Kinder, nicht mal deine Eltern, nicht mal deine Verwandten, nur einer. Und das bist du selbst. Ach Gott, ja, auch wieder diese Kalendersprüche. Nicht mal deine Frau muss mit dir zufrieden sein. Ja, eine tolle Aussage für jemanden, der eine Frau sucht, Rainer. Warum sollte dann eine Frau mit dir zusammen sein wollen, wenn du der Meinung bist, sie müsste ja nicht mit dir zufrieden sein und du kannst ja machen, was du willst? Naja, wir können nur froh sein, dass Rainer keine Kinder hat, wenn er der Meinung ist, die müssen ja nicht zufrieden mit ihm als Vater sein. Wobei, was ist eigentlich mit seinem Sohn geworden? Hat er den schon heute angerufen? Ich hab's vorhin schon mal erwähnt. Ab morgen startet ein neues Projekt. Das ganze Projekt wird auf einen neuen YouTube-Account, auf einem neuen Odyssey-Account laufen. Also es wird dann in Zukunft 2 Odyssey-Accounts geben. Folgt mir bitte auf Twitter. Der Link dazu müsste auf meinem TikTok-Account veröffentlicht sein. Und ansonsten findet ihr den Link auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Ich habe mittlerweile um die 10.000 Follower auf TikTok. Auf Twitter, Entschuldigung, sollte der Account nicht wieder gesperrt werden. Jedenfalls ist es auch so, da werde ich alles veröffentlichen und auf Odyssey. Und ich werde aber auch morgen noch einen Trailer dafür schneiden, den ich auch hier veröffentliche auf TikTok. Und da könnt ihr dann ab morgen auch drauf zugreifen. Und das wird ein neues Projekt und das wird mal so ein richtiges Brett. Da freue ich mich auch schon drauf. Ah, seht mal, mein TikTok-Account wird hier gerade sogar von Ben gepostet. Herzlichen Glückwunsch, herzlichen Dank. So. Ein richtiges Brett. Na, da bin ich mal gespannt, wie viel Mühe er sich da gegeben hat. Wir werden es ja auf jeden Fall hier auch besprechen, wenn es was zu besprechen gibt. Danach war dann auch jetzt schon Schluss und die anderen Gäste, mit denen er jetzt halt nur seine Schallplatte abgespielt hat, habe ich jetzt nur mal rausgelassen. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie lange er diesen zweiten Odyssey-Kanal dann auch wieder bespielen wird. Die anderen Kanäle liegen ja auch schon einige Zeit brach und dass keine Inhalte da mehr kommen. Also jetzt dieser Telegram-Kanal von ihm, sein Insta, sein Twitter oder dieser jetzt vorhandene Odyssey-Kanal. Aber hey, wenn man so viele Kanäle hat und keine Inhalte bringen kann, was macht man dann? Na klar, einfach noch einen Kanal aufmachen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was dieser Kanal für ein Thema haben wird. Wie gesagt, ich vermute Hader, sonst kann ich mir halt nicht ganz viel vorstellen, was er sonst noch für Themen haben könnte. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Warten wir es mal ab. Ansonsten sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video sage ich, Mädel auf, meine Freunde.